Ich bin Patricia Kutz, Oberärztin im Schlaflabor der Westfälischen Kinderklinik in Datteln. Das Schlaflabor gibt es hier bereits seit über 30 Jahren. Es ist was ganz Besonderes, denn es ist ganz und gar auf Kinder eingestellt. Vom kleinen Neugeborenen bis zum jungen Erwachsenen. Jede Nacht untersuchen wir 4 Kinder. Kinder, die zu Hause schnarchen, nicht ein- oder durchschlafen können, unruhige Beine haben. Und unser Ziel ist es, in 1 bis maximal 2 Nächten herauszufinden, was den Schlaf dieser Kinder zu Hause stört. Hallo, ich bin Susanne. Grüß euch. Herzlich willkommen im Schlaflabor der Kinderklinik. Mein Name ist Susanne Finke. Ich arbeite als Kinderkrankenschwester im Nachtdienst des Schlaflabors. Wenn die Kinder die Station betreten, ist mir wichtig, dass sie gleich in eine Situation kommen, wo sie sich wohlfühlen. Hier übernachtet die Mama. Das ist ihr Bett für heute Nacht. So, das ist dein Bett. Dann schmeiß dein Kuscheltier ruhig mal rein. Die Kinder können hier ihre Rituale so ausleben, wie sie es von zu Hause kennen. Sie essen zu Abend mit ihren Eltern, sie können eine Geschichte lesen, sie können das Bett gestalten mit ihren Kuscheltieren. Und so können wir in Ruhe die Entspannung des Kindes mit aufbauen und den Abend beginnen. Wen hast du denn da mitgebracht hier? Das ist Bertha. Bertha. Und Bertha schläft heute Nacht auch hier? Mhm. Müssen wir die auch verkabeln? Mhm. Nee. Gut. Zunächst ist es für das Kind eine ungewohnte Situation, hier im Schlaflabor verkabelt zu werden und hier zu schlafen. Ich bringe die Elektroden an, ich fixiere Sensoren, Brust- und Bauchgurte für die Atmung werden angebracht. Alles paletti? Mhm. Nimm mal den Spiegel. Schau mal. Und? Sieht doch hübsch aus. Für die Nacht geht das, oder? Ist lustig. Ist ganz lustig. Es ist mir wichtig, die Situation mit dem Kind spielerisch zu gestalten, damit das Kind sich wohlfühlt und hier die Ruhe zur Nacht findet. Prima, sagte Findus. Dann können wir den ganzen Tag spielen. Nee, du fauchte Petersen. Dann soll. Wenn die Kinder schlafen und wir im Computerraum die Messung starten, sind wir zu zweit, sodass wir die Situation gut unter Kontrolle haben und immer einen Blick auf unsere Kinder werfen können. Ich bin Anke Rogaischus, ich bin Kinderkrankenschwester und bin die Stationsleitung hier im Schlaflabor. Wir haben ein aufwendiges technisches Messverfahren. Die Kinder bekommen eine Überwachung der Atmung, der Herzfrequenz und der Sauerstoffgehalt im Blut wird gemessen. Die Kinder werden auch per Video überwacht, sodass wir sie permanent beobachten können und auch sehen, ob sie sich bewegen, ob sie schnarchen oder auch plötzlich erwachen. Und das kann eigentlich auch nur passieren, wenn 2 Mitarbeiter mit im Augen sehen, was passiert da eigentlich gerade in dem Schlaf des Kindes. Müssen wir auf jeden Fall mal gleich reingehen. Ich glaube, die schwitzt auch. Ja. Meine Aufgabe ist es, alle Beobachtungen und Informationen, die wir in der Nacht gesammelt haben, an das Ärzteteam weiterzugeben und mit in die Visite einfließen zu lassen. Um 23.58 Uhr hat die eine zentrale Apnoe geboten. Sättigung war aber stabil dabei, sonst auch nichts Aufregendes gewesen. Mein Name ist Bernhard Schlüter, ich bin Oberarzt im Schlaflabor. Meine Aufgabe ist, die Daten auszuwerten und eine Diagnose abzuleiten, die an die Eltern auch in einfachen Worten weitergegeben werden kann. Ich hatte das Schnarchen festgestellt und dann auch, was mir halt sehr viel Angst gemacht hat, diese Atemaussetzer. Man sagt ja das. Es ist auch ein wichtiger Aspekt dieses Gespräches, mit den Eltern zusammen Lösungen zu suchen. Das kostet Zeit, aber die Zeit ist doch in der Regel gut investiert. Viele Eltern haben schon mehrere Arztpraxen kennengelernt und haben keine ausführlichen Auskünfte bekommen, sodass sie dann hier sehr dankbar sind, eine klare Diagnose und das Behandlungskonzept an die Hand zu bekommen. Und sag mal, gut. Wenn ich aus ärztlicher Sicht etwas empfehle, habe ich nur eine Chance, dass da was dabei rauskommt, wenn die Eltern das auch aufgreifen und in den Alltag der Familie einbauen. Und du bekommst jetzt ein Andenken zum Mitnehmen. Hier oben steht ganz klein dein Name und hier unten steht die Uhrzeit, wann das gemacht wurde. Kann ich das in der Schule zeigen? Wenn du magst, darfst du es auch in der Schule zeigen, klar.
In unserem Schlaflabor in Datteln führen wir pro Jahr rund 1000 Untersuchungen durch. Wir sehen sehr seltene Erkrankungen und alltägliche Probleme. Kinder und Jugendliche mit Schlafproblemen sind bei uns an der richtigen Stelle.